mir egal, egal. Riesenapplaus für Kasi! Also hallo Leute, von echter Welt, ich komme vom Internet, schon gesagt hat, ich bin Kasim Akbuga, 33 Jahre, 34 Jahre Hartz IV. Ja, was soll ich sagen, ja? Erstmal Stimmung machen vielleicht, ja, mit bisschen Musik. Moment. Hört man, kann man hören? Ja, ne? Geht, oder? Jeder denkt sich gut drauf, wa? Ja. Sieht man, schön. Wollt ihr, dass den Maus fliegt? Ja. Wo du aus dem Kuh explodiert. Den Elch schmilzt. Den Eisbär hüpft. Der Party brennt. Die Hütte steigt. Was weiß denn ich, ey? Ihr seid aber gut drauf, ey. Ohne Scheiß. Ja, was soll ich sagen? Beat wieder aus. So viel Party langt. Was soll ich sagen? Ja, früher, ich war im Dönerladen. Ich habe im Dönerladen gearbeitet. Und ich habe immer gesungen, ja. Ich habe immer gesungen, mal schauen, ob das jetzt klappt mit dem Scheiß hier. Warte. Moment, ich muss ein bisschen verkleiden. Ach. Schön, ne? Ah, jetzt! Ja, ne, jetzt hast du mich erkannt. Ja. Nein, ich bin nicht Thorsten Sträter. Und ich bin auch nicht sein Penis oder so. Aber jetzt. Moment, wie geht das Lied? Wo ist meine Vorhaut hin? Ich vermisse ihn, ich brauche ihn. Ich vermisse deinen Atem, der war so gewürzt, jetzt bist du gekürzt. Hab ich zum Beispiel in Dönerland immer gesungen? Oder. Ist doch schön, oder? Oder dieses Lied habe ich auch gesungen. Döner dreh sich immer weiter, Leben ist wie ein Leiter. Gehst du hoch, fällst du runter, Kopf kaputt, Krankenhaus fahren. Jetzt bist du im Krankenhaus, viele Blumen, danke Klaus. Ich hab leider keine Vase, steck die Blumen in die Nase. Der Ass will ins Zimmer rein, ich hab leider keine Zeit. Ich will sie doch nur untersuchen, ich will lieber Dönerkuchen. Ja, und so ähnliche Reaktion hat er auch gezeigt, mein Chef, wie hier gerade. Und da hat er mich rausgeschmissen, hat gesagt, sing auf der Straße, verpiss dich von meinem Laden, Straße hat keine Ohren, geh nach Hause. Ja, was soll ich machen? Erstmal schnipp, schnapp, Kebab, Hut ab. Gut gemacht. Ich bin nach Hause gelaufen, traurig, Job verloren. Regen, ich laufe nach Hause und ich Arschloch, weißt du, was ich mache? Ich mache meinen Briefkasten zu Hause auf. Nur Rechnung, GEZ, Finanzamt, Strom, Meerschweinchen. Ich habe posttraumatische Belastung bekommen dadurch, weißt du? Und dann, ich habe in Treppenhaus reingeschrien, ist mir egal, weißt du, aus Verzweiflung, weißt du? Eine deutsche Oma war da gestanden, hat gesagt, Herr Akbuga, was ist denn los mit Ihnen? Ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, weil ich war ein bisschen unachtsam, ich gehe wieder in den Haus rein. Und dann, ich habe dieses Lied geschrieben. Aber so heißt, ich mache wieder ein bisschen Stimmung, ja? Habt ihr Geld? Ja. Nein. Habt ihr Arbeit? Nein. Nein. Habt ihr zweite Meinung? Ja. Ja. Habt ihr Roboter mit Senf? Nein. Nein, warum nicht? Warte. Okay, ich mache jetzt mal richtige Beat. Rhythmus, wie geht denn Scheiß? So. Ah, das ist gut, ne? Das ist okay, oder? Ja. Warte, geht damit? Ich weiß noch nicht genau. Ich mach's zum ersten Mal, Leute. Ich mach die Scheiße mehr. Das ist gut, ne? Okay, pass auf jetzt. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, keine Arbeit, ist mir egal, keine Geld, ist
ist mir egal, zweite Meinung ist mir egal, Roboter mit Senf ist mir egal, alle egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, das ist ein Wahl, das ist ein Saal, schau ins Regal, Steven Seagal, ist mir egal, ist mir egal, diese Lied Scheiße ist mir egal. Okay, was kann ich noch erzählen? Habe ich noch Zeit? Ja, oder wie lange muss ich noch arbeiten? Hallo Kruse, kannst du mir später Stempel geben, auch für Ding? Arbeitsamt? Oder, okay, keine Antwort, auch eine Antwort, ne? Okay, was kann ich noch erzählen, ja? Ja, viele fragen mich auf der Straße, weil die mich ein bisschen kennen von dem Lied, fragen, ey Kasim, bist du Türke, Araber, Kurde, behindert? Schwul. Ich so, ist doch egal, wir sind alle Homo von Sapiens, weißt du? Ist doch scheißegal, wir sind doch alle gleich, oder? Oder was ist eure Meinung? Ich finde, ist so. Aber das Gute ist, oder Schlechte ist eigentlich, so singen geht ohne Deutsch, aber wenn du richtig Stand-up machen willst, so wie jetzt, dann musst du gut Deutsch sprechen, weißt du? Und deswegen, ich habe deutsche Redewendung gelernt, bisschen. Zum Beispiel gibt es diese eine, der gefällt mir ganz gut. Der Spaß in den Dach drin ist besser vom Kopf in den Sack stecken. Den finde ich richtig gut. Ich auch. Oder was gibt's noch? Schuster, bleibst zu Hause, gibt's keine Arbeit mehr für dich. Den gibt's noch. Was gibt's noch für Dings, ja? Redewendung. Und dann kannst du auch mit Filmen, kann man auch gut lernen, zum Beispiel Deutsch. Zum Beispiel gibt es Mafia-Filme, weißt du? Zum Beispiel, ich mache dir ein Angebot. 3,50 mit Käse. Kannst du den ablehnen? Nein. Zum Beispiel den gibt's. Was gibt's noch, ja? Wie viel Zeit habe ich noch? Nee, jetzt ist mal langsam.